Guten Tag, Moment. So, lässt sich doch gleich viel besser leben. Herzlich willkommen zurück auf Warm. Nachdem uns das letzte Mal die Platte ein bisschen verlief, melden wir uns heute wieder zurück in Aktion hier im unterirdischen Gefilde. Allerdings sind wir noch lange nicht fertig. Und das zeichnet sich besonders durch diese... Was wollte ich sagen? Guten Tag. Ach du Scheiße. Durch diese Brut des Bösen hier hüben ab. Ne? Mir fällt gerade was auf. Moment. So, und die Aufnahme läuft. Und ich begrüße euch recht herzlich zurück auf der Farm. Mit der lila Liste. Das ist es, Strohbleite. Und der Realdix, wie sich natürlich selbst verfreilichst erklärt, Rupi ist hier der Tunnelweg. Und warum? Weil ich es kann. Wir müssen sehen, wo ist da hoch hinkommen, Satze. Wir suchen schließlich die Schleißerei. Aber ich muss wissen, wo befinden. Wenn ich wissen... Oh. Das erklärt natürlich gut. Das ist natürlich gut gegraben. Okay. Alter, jetzt regnet es ja draußen auch noch. Nee, da mache ich wieder zu hier. Wieso habe ich... Ich führe ja erstmal zwei Diamanten spazieren. Das ist immer besonders gut. So. Wir tauschen jetzt erstmal die Wände aus. Aber Moment, ich habe das Gefühl... Sag mal, Manu. Ja. Sind wir hier Punkte, wenn ich was zusammen koche? Ja. Ich glaube, wir sind bei Cookie Mama angekommen. Hat der Mama immer dich versorgt? Schon als du warst so eine fette Baby. So eine fette Baby. Oh, Keugel. Fleisch. Lecker Schnitzel. Pah, den Fraß kann er genau fressen. So. Oh, ich mach das mal hier hoch. Moment. Oh, jetzt haben wir wieder Fullscreen hier. Jetzt weiß ich auch, warum es dafür ein Achievement gab. Achievement gebrautes Gift. So. Und jetzt nehme ich mir erstmal der lecker Flasserstein. So, hier Kalle. Wände austauschen. Also Wände Dings da. Ne? Die Wände sollen auch aus Koble sein. Beide Wände, bis dahinter. In der Breite hier. Und halt alles aus Cobblestone. Also quasi alles, was du abreißt, mit Cobblestone wieder hinsetzen. Aber auf deiner Seite halt. Weil bei mir hab ich zu tun. Also hier. Du meinst so? Alter, was ist denn daran so... Ja, na klar. Du hast doch die Wand dort schon weitestgehend weggerissen. Oder war ich das? Einer von uns. Ja. Nach dem Malheur in der letzten Aufnahme, ne? Ja. So. Hier machen wir dicht. Oh, ich finde die Musik gerade voll schön, aber ich habe das Gefühl, dass die immer noch zu laut ist. Zumal die halt auch mehr zu unserem Farm-Motto passt. So. Dann rupp ich hier erstmal die Wand weg. Und du hattest recht, weil jetzt sollte man wieder ein Thema anschneiden, aber ich denke, dass wir das jetzt nicht unbedingt so auf Pump machen müssen. Wenn mir was einfällt, fange ich dann natürlich sofort mit dem Thema an, aber bis dahin, nö. Experten haben sich darüber lange in den Kopf gemacht und kamen letztendlich dann zu dem Schluss, nö. Na? Das muss man respektieren, ja, das muss man einfach respektieren. So, halt, huch, was mache ich denn hier? Kalle, rede mal ein Stückchen. Also. Ja, doch, müsste. Jo. Müsste reichen. Es ist bleibt bloß gerade, weil ich dieses Headset, ich habe jetzt ein anderes Headset auf, als durch was ich rede. Kalle hört mich quasi mit einer anderen Stimme als ihr. Und dadurch, naja. Sagen wir so, wir sind Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Wir haben zwar noch genug, aber irgendwann wird das auch mal alle. Ha. Haben Sie eine spitze Kacke dabei? Natürlich, ich habe die noch von der letzten Aufnahme.
die ich ja für dich machen sollte, die du aber nicht entgegengenommen hast, ne? Hier, bitte, bitte. Danke, danke. So. So, und dann machen wir wieder bis hier. Ich sag mal im Endeffekt, solange wie es da oben regnet, lasse ich den Ton jetzt von Minecraft erstmal aus, weil das doch ziemlich pissig war, im Endeffekt, da der ganze Zeit den Ton zu hören. Aber so wie da oben wieder ja, ne, mit Remi Demi Schluss ist, mache ich natürlich auch den Ton wieder an. So, dann muss ich mich zwischendurch auf einen Höllentrip begeben. Ich weiß ja nicht, Kalle, wenn ich jetzt sage, ich vertraue dir das ja an, dass du die Wände austauschst. Würdest du das machen? Es sind nur Wände austauschen. Schaffst du das? Ich tue mein Bestes. Okay, dann mache ich mich nämlich jetzt mal auf einen kurzen Trip in die Hölle. Dazu rüsten wir uns aber noch ein bisschen aus, weil das nicht so ganz ohne da oben ist. Und Moment, habe ich Weizen dabei? Ich forst mal hier die Bestände wieder auf, bevor uns die Tiere wieder alle wegkratzen hier. Kriegen die mal lieber ein bisschen was zu futtern. Kleidung, Nahrung, Lebensmittel, Holzmaterialien, Wertmaterialien, Werkzeuge, Dreck, 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 Sand, Seelensand. Was haben wir hier noch drin? Ach nee, das ist Sand. Gestein. Mob Drops brauchen wir auch nicht. Pflanzliches und Futter. 16 Weizen, ja, das ist ja atemberaubend. Das ist ja bezaubernd. Okay, gehen wir. Geh mal. Ja, wo geh mal denn zuerst hin? Haha, geh mal. Ha. Wo geh mal denn hin? Ich nehme mal das Diamantschwert mit. Das ist, glaube ich, in der Hölle ganz sinnvoll. Und lade derweil noch ein bisschen Zeugs ab hier. Dürte. Können wir da, da. Ja, ein bisschen brauchen wir trotzdem. Gut, Gesteinsmaterialien. Holz. Die Blume können wir noch wegklatschen. Halt. Gestein. Bin immer noch ein bisschen heiser. Also ehe sich das gibt, geht, denke ich mal, eher die Welt unter. Im November, wir haben mittlerweile September, heute ist der 15. Und im November habe ich erst Kontrolle wieder vom Kehlkopf. Also das kann sich eine Weile hinziehen. Aber natürlich werde ich mich nicht von meinem YouTube-Unternehmen abhalten lassen. Na, Manfred ist da eisern. Nur Eisen hat er nicht dabei. So, ich baue mir jetzt wirklich mal eine komplette Eisenrüstung. Weil die werden wir brauchen. So. Zack. 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 Halt. Zack. Zack. So, das ist nämlich hier Multicrafting. Das kann nämlich nicht jeder. So, und jetzt noch ein schönes Hemdchen hier. Zack. So, so eine schöne hier, so eine schöne Tunika. So ein Eisenharnisch. So ein Eisenhelm. Was? Ein Eisenstiefel. Und was haben wir hier? Ein Eisenbeinschutz. So schön. Ein Eisbeinschutz. So, mit dem Brot im Gepäck machen wir uns mal auf den Weg in die Hölle. Dazu passt wohl gerade die Playlist nicht. Aber ich habe jetzt keine Lust, die sonderlich zu ändern. Also gehen wir so einfach los. Das reicht auch. Ach ja, an dem kommen wir wohl nicht vorbei. Bäm. Und zack. So. Der darf nicht Bumm machen. Gut. Hat er auch nicht. Warum? Wenn du dem... Der war direkt unter mir, wenn das Bumm gemacht wäre. Da wäre die Decke eingebrochen. Herrlich. Oh, verdammt. Was ist denn das für ein Kampfcreeper? Nein! Oh, wie der hier über die Crafting-Box gejumpt ist, ne? Das ist mies. So, und jetzt machen wir jetzt... Was? Habe ich ein Feuer... Ne, ein Feuerzeug habe ich natürlich nicht dabei. Aber ich könnte mir eins bauen. Aber kack drauf, ich gehe da jetzt mal hoch. Und ich weiß schon, was wir zu einer besagten Winteraufnahme machen werden. Aber dazu später. Das ist mir jetzt bloß mal so gekommen. 3 Monate habt ihr noch, dann kommen die Winteraufnahmen, ihr Bitches. So, jetzt ist es raus. Und ich meine, dass wir Erfolg auf YouTube haben, ist natürlich, ne, das ist natürlich komplett gelogen. Effektiv guckt kaum einer zu.
Aber naja. Es ist fast so, als ob zum ersten Mal Weihnachten wäre. Hölle geladen werden müsste. Okay, also jetzt sind wir hier oben. Hier, nicht wundern, das habe ich mal offscreen gebaut. Yo, Piss, ich komm in Piss. Habe ich alles an? Wieso habe ich noch nicht maximalen Schutz? Hallo? Mir ist doch noch gar nichts passiert. Okay, ich gehe einfach mal hier rum. Die tun mehr, nicht so lange ich lieb zu dem bin. Und zwar, wir gehen jetzt hier vor, genau hier lang. Die Wege, die ihr hier seht, links und rechts, ja, die habe ich privat gebaut, weil der Server, der wird ja nicht nur für die Farm genutzt. Auch wenn das manchmal den Anschein für euch macht. Allerdings gibt es da drauf noch wesentlich mehr zu entdecken. Und ich habe die Gänge hier gebaut, damit wir halt einfacher von Punkt A nach B kommen. Und siehe da, es funktioniert auch. Und man muss sagen, ich bin bis jetzt ziemlich stolz auf unseren Kalle, der sich bis jetzt atemberaubenderweise und mit schmucker Wortwahl in die Let's Farm Aufnahme einbindet, was ihm noch nie vorher so richtig gelungen ist. Ich habe eine Spinne. Okay. Ruhig bleiben, Kalle. Und drauf klatschen. Schuh nehmen und erschlagen. Mit einem Brot in der Hand durch die Hölle. Das ist das Höllenbrot. Ja. Ja, ist natürlich gelogen. Das ist eigentlich das Himmelbrot. In Teufelsküche mit Gordon Ramsay. Richtig. So, und irgendwie... Also... Ich weiß nicht, was ich hier gerade davon halten soll. Also... Hier hat irgendjemand irgendwann mal... Oh, Sounds bringen das Ganze noch mehr zum Laggen. Sein ganzes Inventar verloren und ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall liegt das Inventar noch hier. Und wir müssen mal nach Glowstone suchen. Und in welche Richtung es denn wohl am ergiebigsten wäre, loszuwandern? Ich würde sagen, dahin. Den Glowstone dort werde ich nicht aufheben, weil das ja gecheatet wäre. Also mache ich hier mal so eine Art Exit rein. Am besten... Ja, am besten hier. Hilfe. Hallo? Moment. Mhm. Nee. So weit eigentlich nicht. Könnte. Hm. Was weiß ich denn? Jetzt. Ja, warte. Hm. Ja, im Kreuz zusammensammeln. Ja, nee, ist klar. So, zurück mit der Aufnahme. Nach kurzer Unterbrechung. In natürlich gewohnter Manier. Weil wir können das auch sein, dass man einmal hier seine Ruhe hat. Ich hasse diesen Doppelblock. Drecksback. So. So, und ich kann voll feierlich sagen, dass eine Wand komplett hochgezogen ist und dass die andere schon komplett entleert ist. Fein. Fein. Na, was geht denn jetzt? Also, ich hab ausgesehen. So, jetzt hoch. Die Steuerung hier in der Hölle ist noch schlimmer als sonst schon. Weil es einfach mit 13 Bildern pro Sekunde zu spielen ist so räudig, sage ich euch. Och man. So. Und jetzt das noch weg. Und dann kann man sich hier versuchen.
mit dem geheuchelten Gefühl sicher zu sein, auf genau die Suche nach dem begeben. So, hacken wir hier erstmal bitte was weg. Und dann... Oh, Glühstuhl. Zack, zack. Zack. Vorsichtig. Vorsichtig. Bis. Ach,